Hallo, was ist eigentlich dieser merkwürdige Binomialkoeffizient? Binomialkoeffizient. Das ist dieser n über k mit den Klammern drumrum und den berechnet man mit diesen merkwürdigen Fakultäten. Und was das Ganze auf sich hat, das versuche ich euch jetzt mal zu erklären. Das heißt, ihr habt drei Kugeln. Eine blaue Kugel, eine grüne und eine orangene Kugel. Wie viele Möglichkeiten habt ihr eigentlich, eine Kugel aus drei Kugeln auszuwählen? Das heißt, ihr seht schon, es geht hierbei um die Anzahl der Möglichkeiten. Das heißt, der Binomialkoeffizient ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist eine Zahl, die auf jeden Fall größer oder gleich 0 ist. Oder auch 1 ist. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir können die blaue Kugel auswählen oder wir können die grüne Kugel auswählen oder wir können die orangene Kugel auswählen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall drei Möglichkeiten. Das verstehen wir. Die Frage ist jetzt, was hat das mit diesem komischen Binomialkoeffizient zu tun? Also, wir gucken uns das mal an. Das heißt, n über k wäre die Formel. Das heißt, wir haben drei Kugeln. Wir sollen eine auswählen. Was bedeutet das jetzt? Die Formel sagt, wir sollen n Fakultät nehmen. Das heißt also 3 Fakultät. Dann sollen wir 3 minus 1, also n minus k Fakultät nehmen. Und dann sollen wir noch k Fakultät nehmen, also 1 Fakultät. Das können wir jetzt entsprechend nochmal anders schreiben. 3 Fakultät durch 2 Fakultät mal 1 Fakultät. Was bedeuten diese Fakultäten? Das heißt einfach nur, ihr rechnet 3 mal 2 mal 1. Das heißt, 3 Fakultät bedeutet einfach nur, ihr rechnet alle Zahlen bis zur 1 mit mal zusammen. Was bedeutet 2 Fakultät? 2 mal 1. Was bedeutet 1 Fakultät? Einfach nur 1. Und jetzt, wenn ihr euch das so ausführlich aufschreibt, sieht man nämlich auch sehr, sehr schön, dass man hier ganz schnell kürzen kann. Das heißt, ihr könnt die 2 gegen die 2 kürzen, die 1 gegen die 1 und dann bleibt nur noch 3 Eintel übrig und das sind eben genau 3. Das heißt, es gibt 3 Möglichkeiten. Und dieses kann man mit dem Binomialkoeffizienten ausrechnen. Jetzt können wir ja auch sagen, wir wollen schauen, wir wollen 0 Kugeln auswählen. Das heißt, wir sollen gar keine Kugel auswählen. Also haben wir auch hier keine Kugel. Aber wie viele Möglichkeiten haben wir? Wir haben genau eine Möglichkeit, nämlich dass wir keine Möglichkeit haben. Das ist immer so ein bisschen verwunderlich, dass man das eben mitrechnen muss. Und wir schauen mal, wie man auf diese 1 kommt. Das heißt also wieder n über k ist gleich 3 über 0, 3 Fakultät geteilt durch 3 minus 0 Fakultät mal 0 Fakultät. Das heißt, wir haben also jetzt 3 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät mal 0 Fakultät. Wenn wir das jetzt wieder ausführlich hinschreiben, dann haben wir wieder ist gleich 3 mal 2 mal 1 durch
3 mal 2 mal 1 und 0 Fakultät ist immer 1. Denn es kann nicht 0 sein, sonst würde der Nenner ja entsprechend hier 0 werden. Und dann seht ihr wieder, wenn wir kürzen, können wir alles wegkürzen und übrig bleibt die eine Möglichkeit, nämlich 0 Kugeln auszuwählen. Dann können wir jetzt als nächstes 2 Kugeln auswählen. Und wir können schauen, wie viele Möglichkeiten gibt es da. Das heißt, wir können die blaue auswählen und die grüne. Wir können aber genauso gut die blaue und die rote auswählen. Wir können aber auch die grüne auswählen in Kombination mit der roten. Wenn wir die rote auswählen in Kombination mit der blauen, das haben wir schon. Die rote in Kombination mit der grünen haben wir auch schon. Das heißt, es gibt insgesamt hier also 3 Möglichkeiten dafür. Könnt ihr aufschreiben, n über k, 3 über 2 oder ich sage auch immer gerne, wir wollen ja 2 Kugeln aus 3 Kugeln auswählen. So kann man den Binomialkoeffizient nämlich ganz gut deuten mit diesem Auswählen aus den Kugeln. Dann ist es jetzt 3 Fakultät geteilt durch 3 minus 2 Fakultät mal 2 Fakultät. Das heißt, das hier ist 3 Fakultät geteilt durch 1 Fakultät mal 2 Fakultät. Schreiben wir das auch wieder ausführlich auf, dann ist es hier im Zähler 3 mal 2 mal 1 und im Nenner ist es 1 mal 2 mal 1. Kürzen wir wieder, sind es wieder 3 Eintel, also 3 Ganze. Und dann gibt es natürlich noch den letzten Fall. Wir können natürlich auch alle 3 Kugeln auswählen. Und welche Möglichkeit hat man da? 3 Kugeln aus 3 Kugeln auszuwählen. Natürlich, wir nehmen einfach alle 3. Die blaue, die grüne und die orangene. Und dann haben wir natürlich eine einzige Möglichkeit, nämlich alle 3 auszuwählen. Und auch das können wir jetzt mit dem Binomialkoeffizienten schön ausrechnen. Das heißt, n über k ist also jetzt 3 über 3 oder anders gesprochen 3 Kugeln aus 3 Kugeln auswählen, ist also 3 Fakultät durch n minus k Fakultät mal k Fakultät. Ausgerechnet geschrieben ist es also 3 Fakultät durch 0 Fakultät mal 3 Fakultät. Und ihr seht schon, diese 3 Fakultät, die kürzt sich hier genau raus. Und die 0 Fakultät, das ist immer 1. Also haben wir tatsächlich hier eine Möglichkeit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist natürlich umso komplizierter zu verstehen, wenn man mehr Kugeln hat. Aber die Rechnung, die ist jetzt halt immer ganz, ganz leicht. Okay, und ihr braucht den Binomialkoeffizient bei der Binomialverteilung, denn dort gibt er die Anzahl der Pfade an, die zu einem bestimmten Ereignis führen. Zum Beispiel 2 Sechsen auswählen aus 3 Sechsen. Eine 6 aus 3 Sechsen auswählen. Und das sind dann genau die Pfade, die bei euch zu dem Baumdiagramm, zum Bernoulli-Experiment, zu der Bernoulli-Kette der Länge n führen. Okay, schaut euch einfach die nächsten Videos an.
da werde ich noch mehr Beispiele erklären. Das war's, euch viel Spaß!